Heute dreht sich alles um die Frage der Simulation. Schwieriges Thema. Da haben wir sofort diesen Bedeutungsvorhof der Täuschung im Hals. Vorspiegelung, falsche Tatsachen, Fake News und dergleichen mehr. Der Gedanke, dass man in der Simulation eine zeitgemäße Form der Weltbetrachtung sehen könnte, mag da einigermaßen verwirrend anmuten. In gewisser Hinsicht befinden wir uns in der Situation jenes Arztes, der gerade von einer herbeigeeilten, aufgeregten Schwester mitgeteilt bekommt, der Simulant im Zimmer 207 sei gerade gestorben. Und der darauf mit einem trotzigen "Jetzt übertreibt er aber" reagiert. Kurzum, in der Simulation ist der Ernstfall nicht vorgesehen. Ich könnte dieser Problematik entgehen, indem ich statt allgemein von Simulation zu reden, den Terminus technicus nutzte und etwa von Computersimulationen spreche. Aber damit würde ich an meinem Thema vorbeigehen. Dem Umstand, dass jede Form der Weltaneignung eine entsprechende Rückwirkung auf den Betreffenden einhergeht. Wie nennt man denjenigen, der eine Computersimulation erstellt? Ein Simulanten. Genau das ist die These, dass wir in dem Maße, in dem wir uns diese Praxis verschreiben, zu Simulanten werden, die das vorherrschende Gesellschaftskostüm der Repräsentation ablegen. Wir finden es nicht sonderbar, von einem Repräsentanten zu reden, nicht wahr? Etwa Repräsentant der Firma XYZ, des Staates, insistieren sogar darauf, dass wir in einer repräsentativen Demokratie leben. Dabei ist die Repräsentation kein Naturrecht, sondern ein ebenso künstliches Unterfangen wie die Simulation. Repräsentation, wie die Maler der Zeit gesagt haben, das Repräsentare geht auf die Malerei, genau auf die Zentralperspektive zurück. Und diese wiederum erschien den Zeitgenossen geradezu unnatürlich, wieder natürlich. Girolamo Savonarola geißelt beispielsweise die Maler seiner Zeit dafür, dass sie Blendwerke in die Welt entlassen, die Leben vortäuschen, aber selber nicht lebendig sind. Repräsentation mit anderen Worten entlässt Monster in die Welt, die aus Leichenteilen zusammengenäht sind. Kurzum, Sie sehen die Analogie. Wenn wir beispielsweise von einer digitalen Demenz faseln oder in Corona-Zeiten darauf insistieren, dass Realpräsenz etwas ganz anderes sei als dieser künstliche, bloß vorgetäuschte Raum, bedienen wir uns einer analogen Argumentationsstruktur. Ärger noch, Savonarolas Verdammungsurteil geht an der Rationalität der Sache vollständig vorbei. Aber worin besteht sie? Sie besteht darin, dass man sich einem Objekt gegenüber aufbaut, eine Rahmenbedingung festlegt und einen Fluchtpunkt und herauskommt. Ein Bild von der Welt, ein Weltbild. Um diese Rationalität soll es im Folgenden gehen. Nur dass wir sie auf die Frage der Simulation beziehen wollen. Und wenn wir die darin liegende Rationalität herauspräparieren wollen, so geht es nur, wenn wir das zeitgemäße Verdammungsurteil hintanstellen. Ganz abgesehen davon, dass dieser Aspekt der Weltbildstörung ein komplexes psychologisches Geschehen ist, dem wir eigentlich eine eigene Abhandlung widmen müssen. Wo beginnen wir? Ich habe mir als Fremdenführer J. Forrester ausgesucht, einen amerikanischen Computerpionier. Seine Geschichte eignet sich deswegen so gut, weil er, der sich als grundpraktischen Menschen bezeichnet und Theorieradikalen gegenüber einen geradezu viszerären Widerstand gehegt hat, am Ende unfreiwillig denn doch bei einer philosophischen Frage angelangt ist. Eine wirklich tiefgründigen Frage. Wie kommt es, dass das System, in dem man lebt, eine unverstandene Blackbox bleibt? Nun hat Forrester seine Simulationstechnik
die er System Dynamics bezeichnet hat, als eine eigentliche Lebensleistung aufgefasst. Everything I've ever done has converged to become System Dynamics. Aber die konkreten Dinge, mit denen er sich beschäftigt hat, klingen so disparat, so durchgeknallt, als hätte man es mit einer multiplen Persönlichkeit zu tun, einer Form der Verrücktheit geradezu. Die Geschichte beginnt im Zweiten Weltkrieg mit dem Bau einer Servosteuerung, die in ein Flugsimulator-Projekt einmündet. Sie geht von einer Vakuumröhre, die man als digitale Speichereinheit nutzt, zu einem Whirlwind-Computer und der wächst sich aus zu einem landesweiten Luftüberwachungssystem. Und dann nimmt sie eine merkwürdige Wolte, diese Geschichte, und landet plötzlich in der Betriebswirtschaft. Und von da geht's von der Logistik über die Urbanistik hin zum Nachhaltigkeitsdiskurs unserer Tage. Auf Forresters Simulationstechnik gehen die Grenzen des Wachstums zurück. Und sein Buch World Dynamics, das man in Deutsch absurderweise der teuflische Regelkreis betitelt hat, bildet so etwas wie die heimliche Initiale unserer heutigen Umweltbewegung. Die merkwürdigste Wendung jedoch ist der Umstand, dass Forresters Denken unfreiwillig das Kinderzimmer revolutioniert hat. Auf jeden Fall war der SimCity-Erfinder Will Wright, der seine Wirtschaftssimulation für seine Spiele benutzte, so fasziniert davon, dass er beschloss, daraus ein eigenes Spielprinzip zu machen, das Aufbau- und Strategiespiel, das ihm in dieser Zeit niemand abkaufen wollte. Aber genau das ist's, was ich vor Augen habe. Es war Ende der 90er Jahre und mein Sohn war noch auf der Waldorfschule und des Lesens kaum mächtig. Da saß er mit seinem Freund vor einem Computermonitor und da huschten die Siedlergestalten über den Schirm. Und plötzlich hörte ich einen gellenden Kinderschrei. Pass auf, Produktivität geht hoch, 90%. Und während ich darüber nachdachte, mit welchem Schrei die Eurythmielehrerin wohl diese Szene kommentiert hätte, ging mir durch den Sinn, dass das, was diese beiden kaum neunjährigen Siedler gerade da trieben, in den 60er Jahren die Speerspitze des Fortschrittes dargestellt hatte. Forresters Denken war zum Kinderspiel mutiert. Aber gehen wir an den Anfang der Geschichte zurück. J. Forrester wurde 1918 in Anselmo, Nebraska, geboren, einem 300-Seelen-Nest, das noch heute so ausschaut, als hätte man versucht, eine Eisenbahnlinie zu besiedeln. Seine Eltern, die sich als Viehzüchter betätigten, lebten auf einer Farm. Da sie von Hause aus Lehrer waren, war ihr Hof in der Einöde ein Hort der Kultur. Der kleine J. begann schon früh über Erleichterung des Lebens nachzudenken. Neunjährig fuhr er das Model T der Familie, wenig später den Traktor. Aber da er die Maschine nicht bloß bedienen, sondern beherrschen wollte, wusste er sie sehr bald auch zu reparieren. Und in einer häuslichen Umkehrung des Schüler-Lehrer-Verhältnisses diente ihm sein Vater dabei, der Lehrer, als Assistent, während der frühreife Erfinder auf weitere Verbesserungen sann. Eine Mähmaschine beispielsweise, die das Heu an einer ganz bestimmten Stelle ablegen konnte. Von derlei Erfolgen ermutigt, baute der Schüler ein windgetriebenes elektrisches 12-Volt-System aus alten Autoteilen, besorgte auf dieser Weise die Elektrizität des Hauses. Mit dem elektrischen Licht kamen weitere Annehmlichkeiten hinzu, eine Waschmaschine oder ein selbstgebautes elektrisches Schweißgerät. Als Jay 1933 die Weltausstellung in Chicago besuchte, war ihm klar, die bäuerliche Siedlungsweise genügte seinen Plänen nicht mehr. Seine Motivation bestand vielmehr darin, das Unmögliche zu tun oder vielmehr das, was andere für unmöglich hielten. Dieser Neigung folgend schrieb er sich für ein ingenieurwissenschaftliches Studium ein. Nach dem Bachelor ging er ans MIT, wo er von Gordon Stanley Brown mit Servosteuerung und Feedback-Mechanismen vertraut gemacht wurde. Als risikobereiter, zugleich fähiger, überaus fähiger Ingenieur übernahm er die Leitung einer Arbeitsgruppe, Whirlwind betitelt, die einen Flugsimulator bauen sollte,
zu diesem Zweck ein Computer ins Leben rufen musste. Am Anfang hatte man noch ein analoges Design im Kopf, aber es war sehr, sehr bald klar, dass man das nur digital bewerkstelligen konnte. Digitale Computer als Speichereinheit nutzte man Vakuumröhren. Um eine einzige 16-Bit-Variable zu speichern, bedurfte es eines Racks, das 3,35 Meter hoch war und einen halben Meter breit. Der Computer, der auf 5000 dieser Regalen beruhte, wurde darüber so groß, dass man regelrecht in ihn einsteigen musste. Ken Olson, ein Student Forresters und der spätere Leiter von DEC Computer, war von diesem Monster so beeindruckt, dass er nächtens dort einstieg, nur um das Summen der Vakuumröhren zu hören. Weil diese Inspiration ein Leben lang anhielt, wurde der Whirlwind Computer zum Vorbild aller weiteren Mikrocomputer oder besser gesagt sein modulares Design. Nachdem der Computer 1952 fertiggestellt worden war, übernahm Forrester die Computerabteilung der Lincoln Laboratories, die aus dem Whirlwind-Projekt hervorgegangen waren und denen man die Aufgabe zugesprochen hatte, das halbautomatische Luftüberwachungssystem SAGE zu entwickeln. SAGE hatte die Aufgabe, den amerikanischen Luftraum vor sowjetischen Flugkörpern zu schützen. Kaum 34 Jahre alt war Forrester damit zum Leiter eines hochgeheimen militärischen Forschungsvorhabens avanciert, bei dem er 175 Mitarbeiter kommandierte und ein beträchtliches Budget, das ihm erlaubte, bestimmte Aufgaben auszulagern. AT&T, IBM, Western Electric. Hatte der Whirlwind-Computer schon beträchtliche Ausmaße gehabt, so war das SAGE-Projekt geradezu megaloman. Es bestand aus 35 Kontrollzentren, die jeweils 4 Stockwerke hoch waren, sich auf 1600 Quadratmeter pro Stockwerk verteilten. Und die Rechenpower war in diesem Kontrollzentrum 275 Tonnen schwer. Sie bestand aus 80.000 Vakuumröhren und stellte das energiehungrigste Ding her, was bis dato in der Geschichte überhaupt fertiggestellt worden war. Versuchen wir einmal die Stationen im Leben des J. Forrester darauf zu befragen, was an ihnen auf den Begriff der Simulation hindeutet. Beginnen wir bei der Servosteuerung, dann wird es Moment des Feedbacks. Da wird ein körperlicher Impuls hydromechanisch verstärkt. Das entspricht eigentlich der alten Prothesenvorstellung der Maschine, die von einer Verstärkung eines körperlichen Impulses ausgeht. Etwa um schweres Gerät, in diesem Fall Radarantennen und Geschützlafetten, leichter bedienen zu können. Damit dergleichen möglich ist, muss freilich das System mit einer Sensorik ausgestattet werden. Da wird beständig daraufhin überprüft und gefragt, ob es einen Impuls in einer bestimmten Richtung gibt. Und wenn ja, wird der verstärkt. Genau dieser Prozesssteuerungsgedanke wird im Flugsimulator ganz entscheidend weiterentwickelt. Und zwar insofern, als sich dieser von den materiellen Gegebenheiten überhaupt löst. Etwa so. Man baut einen rein virtuellen Windkanal, indem man die aerodynamischen Eigenschaften eines Flugzeugs im Voraus berechnen kann. Anstatt nun ein Objekt zu bauen und anschließend den Windkanal auf seine Leistungsfähigkeit zu testen, berechnet man für verschiedene rein virtuelle Objekte die Eigenschaften und wählt am Ende dasjenigen aus, das die besten Resultate liefert. Man könnte also sagen, hier geht der Weg von der Virtualität zur Realität, wird also das Realitätsprinzip durch ein Virtualitätsprinzip ersetzt. Oder wenn wir das mit der Boolschen Logik sagen wollen, man sucht aus einer Reihe von möglichen Objekten, x hoch n, dasjenige aus, das die besten Eigenschaften liefert, x. Dieses Konstruktionsprinzip ist eigentlich bis heute eine Signatur der AI.
Im Fall der genetischen Algorithmen etwa lässt man verschiedene Algorithmen gegeneinander antreten und setzt am Ende auf dasjenige, das aus diesem Selektionsprozess erfolgreich hervorgegangen ist. Um einen Flugsimulator bauen zu können, freilich, war es unerlässlich, einen digitalen Computer zu haben. Zwar besaß man am MIT, wo Forrester arbeitete, bereits den mechanischen Computer des Vannevar Bush, aber nach einem Jahr Arbeit mit diesem Gerät war klar, das war damit nicht zu machen. Für den Flugsimulator brauchte man einen digitalen Computer. Und da stellte die Frage nach dem grundlegenden Element an solchen Dings, die Frage nach dem Speicherbaustein, die Frage nach einem Random Access Memory. Weil die Vakuumröhren, mit denen sich binäre Speicherungen vollziehen ließen, sehr schnell heiß wurden, zudem eine sehr geringe Lebensdauer hatten, verfiel Forrester auf die Idee eines Magnetkernspeichers. Hier sieht man beispielsweise einen solchen Kernspeicher, der per Hand gefädelt werden musste und gerade 64 Kerne hat, also 64 Bit speichern konnte. Der virtuelle Raum des Flugsimulators wiederum basiert auf dem Zuhandensein, genau der Systematisierung all dieser Speicherbausteine. Oder genauer gesagt, dass man diese Speicherbausteine zu einem Computer zusammenbauen kann. Ein Computer, der schon im Namen Whirlwind seine Funktion als virtueller Windkanal zu erkennen gibt. Gehen wir von hier noch einen Schritt weiter zum Luftüberwachungssystem. Ihr könnt mir sagen, haben wir erstmals einen reinen, abstrakt symbolischen Raum vor uns. Das kann man sich leicht ins Gedächtnis rufen, wenn man sich den Status quo ante vergegenwärtigt. Da hatte man einfach an der amerikanischen Westküste und an der kanadischen Westküste menschliche Beobachtungsposten aufgebaut, die mit Fernrohr den Himmel nach Flugkörpern absuchten. Im SAGE-Kontrollzentrum jedoch kamen nicht mehr menschliche Beobachtungen zusammen, sondern die Daten von Radarstationen. Wir haben es also wirklich mit einer weiteren Ablösung vom menschlichen Auge, von der menschlichen Beobachtung, von der Realität selbst zu tun. Zusammengefasst könnten wir sagen, der Prozess der Simulation basiert auf der Herausarbeitung eines abstrakten Kontrollraums, mit dem man a. Objekte effektiver und kostengünstiger herstellen kann, quasi im Windkanal, b, mit dem sich die Prozesse im wirklichen Raum besser überwachen lassen. Und das basiert auf dem c, auf dem bewaffneten Auge, auf der Augmentation, wenn man so will, auf der Gottesperspektive. Und wenn wir das vielleicht ein bisschen menschlicher sagen wollten, auf dem Blick des Astronauten, der aus der Kapsel herab auf die Welt schaut. Das entspricht ziemlich genau der Definition, die die beiden Mediziner Kleins und Klein Anfang der 60er Jahre zum Astronauten gegeben haben, den sie als ein Cybernetic Organism, als einen kybernetisch augmentierten Organismus aufgefasst haben, oder noch kürzer gesagt, als Cyborg. Hatte Forrester mit dem Whirlwind-Projekt ein millionenschweres militärisches Forschungsvorhaben realisiert, nahm seine Karriere im Jahr 1956 eine erstaunliche Wendung. Und plötzlich nämlich verwandelte sich der Ingenieur im Dienste des Militärs zu einem Professor, der an der Sloan School of Management zu lehren begann. Für Forrester war dieser Karriereschritt gar nichts Besonderes. Ein Grund, ins Management zu gehen, sagt er, war: Ich war bereits im Management. Aber statt nun die materiellen Komponenten einer Maschine in den Blick zu nehmen, beschränkte sich fortan darauf, die geistigen Komponenten des Planungsprozesses in den Blick zu nehmen. Die mentale Datenbank, wie er dies nannte. Wenn Forrester in seinen Grundzügen einer Systemtheorie schreibt, ein System umfasst Menschen sowohl als Sachen, so ist damit nichts anderes gesagt, als dass die soziale Plastik den gleichen Gesetzen folgt wie unsere Dinge. Oder pointierter gesagt, dass eine Simulation nicht nur Flugkörper in die Welt entlässt, sondern Simulanten. Und weil der Cyborg wiederum sein eigenes Weltbild mitbringt, ist damit zu rechnen, dass die herkömmliche Weltbildproduktion eine Erschütterung durchläuft, dass bestimmte, tradierte Gewissheiten hinfällig werden.
Schon bei der Organisation des Luftüberwachungssystems hatte Forrester Management sich mit Management- und Planungsfragen beschäftigt. Oder vor allem, er hatte bestimmte Dysfunktionalitäten in den Blick genommen. Mitarbeiter der Western Electric hatten ihm von Unregelmäßigkeiten berichtet, die in bestimmten Planungsstätten regelmäßig vorkamen. Bei diesen Schweinezyklen passiert es regelmäßig, dass eine Anlage unter einem Arbeitsdruck regelmäßig zusammenbrach, dann aber über Monate viel zu wenig ausgelastet war. Nach intensiven Gesprächen mit den Beteiligten begann Forrester, noch mit Papier und Bleistift ausgerüstet, die Entscheidungsgrundlage der Akteure nachzuzeichnen. Am Anfang stand eine Tabelle. Da stand nicht viel drin, nur die Inventare, die Angestellten, die Auftragseingänge und welche Folge die gegebene Konstellation für das Gesamtsystem hatte. Forrester fiel sogleich auf, dass die Ausschläge des Systems, eine übermäßige Steigerung der Produktion, aber auch eine übermäßige Drosselung des Systems, nichts weiter als sich selbst verstärkende Feedback-Mechanismen darstellten, wie überhaupt viele Geschäftsprozesse als psychologische Überreaktion gedeutet werden konnten. Die Erkenntnis, dass diese Ausschläge, die die Beteiligten externen Faktoren zurechneten, in Wahrheit auf menschlichen Fehleinschätzungen beruhten, auf einer psychologischen Überreaktion, war die Geburtsstunde der System Dynamics, die Forrester im Text 1958 zum ersten Mal vorstellte. Was verbirgt sich hinter System Dynamics? Man könnte versucht sein, hier einen wundersamen Algorithmus anzusetzen, aber Forresters Modell konzentriert sich wirklich nur auf die menschliche Datenbank. Ein System, bei dem die Erwartungen und die Entscheidungen der Menschen verfolgt über einen längeren Zeitraum notiert werden. Eines der ersten Felder, die Forrester wirklich gründlich durchrechnete, betraf die Lagerhaltung eines Getränkehändlers. Was macht der Leiter eines Getränkemarktes, der alle 4 Wochen auf einen Lastwagenfahrer trifft? Er nimmt die Lieferung entgegen, ein Input, und übergibt seine Order, die auf dem Umsatz der letzten Wochen beruht. Es gibt genau 2 Größen, diesen Input und einen Output. Das Gleiche gilt allerdings auch für den Großhändler, aber eben auch für den Kunden. Der Kunstgriff von Forrester bestand nun darin, diese verschiedenen Erwartungen, den Großhändler, den Leiter des Getränkemarktes und den Kunden, all diese Perspektiven zu einer Simulation zusammenzufassen, also die verschiedenen Perspektiven zu einem systemischen Blick zusammenzubringen und zum Gegenstand eines berechenbaren Zukunftsmodells zu machen. War er am Anfang auf Papier und Bleistift angewiesen, kam relativ bald mit Dirk Bennett ein Programmierer hinzu, der ihm half, das Ganze in ein Computerprogramm zu übersetzen. Aber das Besondere an dieser Software war also gar nicht so sehr, sagen wir, der wundersame Algorithmus, als vielmehr die Tatsache, dass all die verschiedenen Perspektiven zusammengebracht wurden und dass die Software wiederum kontraintuitive Blicke erlaubte. Blicke, die halfen, die Irrationalität des Geschehens, die Fehleinschätzung der Akteure viel besser zu verstehen. Nun versteht es sich keineswegs von selbst, dass sich eine Innovation einfach so durchsetzt. Umso mehr, wenn ihr Preis in einer Veränderung der mentalen Datenbank besteht. Es gibt tausenderlei Gründe, an alten Zöpfen festzuhalten. Und so war Forrester bald vollauf damit beschäftigt, sich eigentlich mit den Widerständen auf sein Denken auseinanderzusetzen. Hatte er am Anfang den Schweinezyklus einer Bierbrauerei analysiert, wandte er sich, inspiriert von einem Büronachbarn, einem ehemaligen Bürgermeister Bostons, Fragen der Stadtplanung zu. Dem schönen Bonmot de Maistres folgend, wonach der Weg in die Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert ist, zeigte die Analyse, dass die Interventionen der Stadtplaner durchweg negative Folgen hatten.
Ja, dass gerade der soziale Wohnungsbau denen, denen er doch helfen sollte, am abträglichsten war. In dem Maße nämlich, in dem staatlich subventionierte Wohnblocks entstanden, verschwanden die Jobs. Entstanden umgekehrt Ghettos, welche den Zugang zum Arbeitsmarkt deutlich erschwerten. Natürlich zog diese Deutung den Unmut der Stadtplaner auf sich. Vor allem, weil sie mit den tradierten Erklärungsmustern auch die sorgsam gehegten Vorurteile aushebelte. Kurzum, Forresters Ergebnisse zogen den Unmut aller Parteien auf sich. So stürmte ein Sozialwissenschaftler in sein Büro und sagte, ihm sei Schnurzpiepe egal, ob er recht habe oder nicht. In jedem Fall aber seien seine Resultate inakzeptabel. Die System Dynamics berühren einen wunden Punkt, der in Planungsprozessen selten thematisiert wird. Den Umstand nämlich, dass der Umgang mit einer überschaubaren Anzahl von Variablen den menschlichen Geist durchaus überfordern kann. Ja, dass er ihn in einen labyrinthischen Zustand der Geistesverwirrung versetzt, bei dem man am Ende zwischen Ursache und Wirkung nicht auseinanderhalten kann. Er selbst, so Forrester, habe manchen Studenten dabei beobachten können, wie er bei der Analyse eines simplen Feedback-Mechanismus, etwa dem Füllen eines Glases bei gleichzeitiger Beobachtung des Wasserpegels, am Ende zu dem Schluss gekommen sei, dass das Glas das Wasser förmlich ansauge. Hinter dieser scherzhaften Beobachtung steckt ein ernster Kern. Denn sie erklärt, warum der Simulation eine so negative Konnotation anhängt. Denn der Grenze des menschlichen Fassungsvermögens zu begegnen, stellt eine narzisstische Demütigung ersten Ranges dar. Plötzlich nämlich muss man die Planungs- und Deutungshoheit abgeben. Erweist sich das tradierte Denkgerüst als insuffizient. Anstatt von Erfolg zu schreiten, muss man sich auf einen Fortschritt des Scheiterns einlassen. Oder in der wunderschönen Bemerkung Samuel Beckett's Try again, fail better. Eine Schwierigkeit kommt hinzu. Nehmen wir die Art und Weise, wie sich das Denken der Repräsentation in der Wissenschaft ausgebildet hat. Da sehen wir den Trend zu einer immer größeren Spezialisierung in der Arbeitsteilung, welche sich in der Gestalt des Experten artikuliert, der ein immer kleineres Wissensgebiet beackert. Der Philosoph Nicholas Butler hat das in einen wunderbaren Aphorismus übersetzt. An expert is someone who knows more and more about less and less until he knows everything about nothing. Also, ein Experte ist derjenige, der immer mehr über immer weniger weiß, bis er alles über nichts weiß. Womit wir in schöner Deutlichkeit das vor uns haben, was die deutsche Sprache den Fachidioten nennt. Diese Form der Fachidiotie zu überwinden, das ist eigentlich das Ziel des System Dynamics. In dem Augenblick nämlich, in dem man die Expertise verschiedene Menschen einem Weltmodell einverleibt, also die verschiedenen Perspektiven zusammenbringt, kommt es zu einer gegenläufigen, holistischen Bewegung. Und genau dieser gegenläufige, holistische Drive lässt sich in der Geschichte der System Dynamics verfolgen. Geht es am Anfang um Lagerhaltung, dann um Urbanismus? Es ist kein Wunder, dass sich der Blick weitet, bis er das umfasst, was Forrester in seinen Welt-Dynamics vorführt. Die ganze Welt. Hatte Forrester damit gerechnet, dass die komplizierten Fragen, die er behandelte, das Interesse von vielleicht 100, 200 Ökonomen erreichen würde, schlugen die World Dynamics, die in einem vollkommen unbedeutenden Verlag erschienen waren, ein wie eine Bombe. Urplötzlich waren die Computersimulationen des System Dynamics in aller Munde, begriff eine staunende, durch stetes Verwachstum verwöhnte Öffentlichkeit, dass die Ressourcen unseres Planeten endlich sind. Dabei waren die Parameter, die Forrester genutzt hatte, relativ schlicht. Da gab es einerseits die Geburtenrate, da gab es den Lebensstandard, den Verschmutzungsgrad, die fossilen Energien, das eingesetzte Kapital. Und aus dem Zwischenspiel all dieser Parameter entstand eine düstere Zukunftsschau.
Das Ganze liest sich wie ein Präludium zum Klimadiskurs unserer Tage, mit dem Unterschied, dass der apokalyptische Grundton angeschwollen ist, aber die mentale Datenbank gänzlich aus dem Blick geraten ist. Die Tatsache, dass man, um einen solchen Blick auf die Welt werfen zu können, man sich einer Simulationstechnik befleißigen muss. Schaut man zurück, könnte man sagen, dass in genau dieser Unterlassung das eigentliche Gegenwartsproblem besteht. Um Hölderlin zu paraphrasieren, wo aber Gefahr ist, bleibt das Rettende aus. Forrester selbst war sich dieses Dilemmas schmerzlich bewusst. Nicht nur, dass ihm die praktische Arbeit, die Widerstände seiner Kollegen schon deutlich gemacht haben. Darüber hinaus wurde ihm klar, dass das Verschwinden der mentalen Datenbank in den Computersystemen, also ein Overkill, ein unverstandener, folglich kontaminierter Information, ein noch größeres Übel darstellte. So konnte die Ökonomie des Imaginären die Weltbühne betreten. Also Taschenspielertricks, Blasen- und Scheinproduktion, der Schweinezyklus als Geschäfts- und Gesellschaftsmodell. Wenn uns die Corona-Pandemie kalt erwischt, ja, wenn die einzige Antwort darauf in mittelalterlichen Hygienevorschriften besteht, dann zeigt sich nur, dass man es in den letzten Jahren verabsäumt hat, sich auf die Veränderung der mentalen Datenbank einzulassen. Warum das so ist und in welche Abgründigkeiten man da hineingerät, das wird uns an anderer Stelle beschäftigen. Kommen wir noch einmal auf den Anfang zurück, auf die Frage, was wir uns unter Simulation vorstellen können. Simulation ist eine Weltbildproduktion, die begreift, dass das Bild von der Welt nicht statisch sein kann, sondern dynamisch den Umständen angepasst werden muss. Insofern produziert diese Technik als Prozess von Vision, Revision keine festen Gewissheiten, sondern Ephemeriden, Vorläufiges. Interessant der Vergleich zur Zentralperspektive, das Urbild dessen ist, was wir Repräsentation nennen, aber auch Urbild aller Weltbildvorstellungen. Stellt sich der Maler hier der Realität gegenüber auf und erzeugt auf diese Art und Weise die Position von Subjekt und Objekt, besteht der Unterschied in der Simulation darin, dass wir nicht mehr von Realitäten ausgehen, sondern vom Virtualitätsprinzip. Der Architekt der Simulation baut sich einem virtuellen Parameter Raum gegenüber auf, den er für ein Abbild des Realen hält, aber er imputiert diesem Raum zugleich auch einen Wunsch. Wie Roland Barthes gesagt hat, das Begehren schreibt den Text. Den Worten von Robert J. Oppenheimer, die Welt nicht sehen, wie sie ist, sondern wie sie sein könnte. Also hier kommt der kategorische Konjunktiv, die Möglichkeit, die Transzendenz ins Spiel. Dieser Möglichkeitsraum unterscheidet sich vom Raum der Repräsentation insoweit, als es hier nicht mehr um ein Einfrieren der Zeitlichkeit geht, sondern um einen Moment der Dynamisierung. Man kann diesen Raum nicht verstehen, indem man kontemplativ betrachtend sich davor aufbaut, wie in einem Museum vor einem Bild. Nein, man muss in diesen Raum einsteigen wie ein Gamer und muss alle Möglichkeiten durchspielen. Hier kommt eine neue Dimension ins Spiel, nämlich das, was man ein Hinterrücks nennen könnte. Der Spieler, der sich in diesem Raum bewegt, hat nicht den ganzen Raum vor Augen. Es gibt viele Dinge, die seinem Blickfeld entzogen sind, die hinterrücks passieren. Das heißt, er muss die Bereitschaft mitbringen, seine eigenen Vorannahmen korrigieren zu lassen. Try again, fail better. Wie aber weiß man, dass man beim unausweichlichen Scheitern einen Fortschritt gemacht hat? Dafür sind die Daten da, auf denen sich der Prozess wie auf einem Videostream wiederholen oder in Zeitlupe neu abspielen lässt. Die Daten stehen für ein Doppeltes. Einerseits für die Tücke des Objekts, das sich den Wünschen nicht fügen will. Andererseits für die Tücke des Subjekts.
also die eigenen Vorannahmen und Befangenheiten, die sich als nicht tragfähig oder als inkonsistent herausstellen. Wie aber kann man sicher sein, dass die Maschine, mit der man sich im Simulationsprozess augmentiert, eine bessere Lösung anbietet als die eigene Intuition? Das ist die falsche Frage. Denn die Maschine existiert nicht als eigenständig wirkende Instanz, sondern als Gedächtnishilfe, als ein magischer Spiegel, in dem man die Zeit vor- und zurückspulen kann. Wenn die Berechnungen hier zu einer Lösung führen, so sind es nichts anderes als die eigenen Vorannahmen, konsequent zu Ende gedacht. Und wenn man hier jemanden begegnet, so nicht einer künstlichen Intelligenz, sondern dem Alter Ego, der Fremdheit des eigenen Selbst.